Hallo, ich bin der Dennis und ich bin Deutscher, wofür ich mich jetzt nicht entschuldige, weil man muss auch mal zu seinen Schwächen stehen. Statt mich zu entschuldigen, spiele ich lieber ein schönes Spiel aus meiner Kindheit. Und zwar das liebliche Spiel Jetpack. Es ist auch ein Plattformer, ihr wisst ja, ich liebe Plattformer. Hat so ein paar Puzzle-Elemente. Ja. Ich spiel's einfach mal drauf los. Ich spiele diese lustige blonde Figur, die hier rumläuft. Mein Ziel ist es, ich muss von jedem dieser schönen Ständer einen grünen Kristall, ich hab Ständer gesagt, so einen grünen Kristall runter mopsen, ich hab Mopsen gesagt, Möpse, lustig, ja. Und muss dabei schauen, dass ich weder von diesem komischen fliegenden Schuriken noch von diesem Roboter erwischt werde. Ich hab Roboter, Moment. Ja, ist ja gar nichts dran, egal. Und das tue ich gerade. Zum speziellen Unterstützen habe ich mit diesem Charakter ein Jetpack. Damit kann ich durch die Gegend fliegen. Aber man sieht unten so eine grüne Leiste, die leer wird. Also ich mache jetzt mal das Jetpack an, dann sieht man, dass die Leiste ein bisschen kleiner wird. Das heißt, ich kann nicht unbegrenzt mit dem Jetpack rumfliegen, aber es liegen manchmal Tanks rum und mit diesen Tanks kann man dann sein Jetpack wieder auffüllen. So, ich habe jetzt alle Kristalle gesammelt und jetzt ist oben rechts die Tür aufgegangen. Muss ich nur noch hingehen und dann furzt der ein bisschen rum. Dann komme ich schon in den nächsten Level, The Teleporter. So. Ding, 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 ding. Man hat noch, das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, wie das funktioniert hat. Es gab irgendwie noch die Möglichkeit, Wände wegzuballern. Ah ja, jetzt. Ich habe die Taste gefunden. Und damit kann ich Wände kurzzeitig wegschießen, aber nicht alle. Zum Beispiel, jetzt sieht man, ich stehe hier auf diesen Wänden mit so komischen grauen Umrandungsdings. Und das bedeutet, dass ich die nicht wegätzen kann. So. Hier oben liegt Gras, das macht den Typen beim Laufen ein bisschen langsamer. Und natürlich, mal gucken, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Oh, mein Gott. Zu viel Arbeit macht Hirn aua. So, mit diesem komischen Ballgedöns konnte ich jetzt kurzzeitig die Gegner lähmen. So. Ich habe wirklich total vergessen. Lass mich ihn einfach wieder furzen. Mahlzeit. Und jetzt kommt der Marble Worm, an den erinnere ich mich noch. Das ist ein komischer, riesiger Wurm aus Bällen, der sehr nervig ist und sich immer wieder durch die Gegend teleportiert und nahezu unberechenbar stellenweise sich bewegt. Obwohl das gar nicht stimmt. So, auf dem Boden sind manchmal so bunte Striche und die kann man nutzen, um sich zu teleportieren. Man muss allerdings aufpassen, teleportieren ist nicht immer so schön, wie es klingt, weil der Wurm auf durch die Gegend teleportiert. Und wenn man dann denkt, ach, jetzt bin ich gleich weg, ich hüpfe auf mal auf so einen Teleporter und der Wurm hüpft gleich hinterher, dann hat man natürlich verschissen. Weil man darf mit dem Wurm nicht in Berührung kommen. Der ist nämlich nicht so schnucklig, wie er aussieht, sondern der ist ganz schön übel garstig. Oh, ich fahre mal wieder nach oben kurz. Boing. Hoppala. Jetzt hat es mich doch glatt verrissen, weil jetzt bin ich auf dem Teleporter rumgelaufen und leider gerade zu dem Zeitpunkt, zu dem der Wurm auch kam. Und ich hätte es besser wissen müssen. Tja, selber schuld. Dieses Spiel habe ich in meiner Kindheit nicht so oft gespielt, aber es ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das es wert ist, als Spiel aus meiner Kindheit erwähnt zu werden, weil ich habe es durchaus gespielt und es ist mir eben auch ein paar Mal untergekommen. Es gab ja diese Ära, wo es diese Shareware-CDs so in der Mode waren. Also diese CDs, auf denen dann irgendwas 100 Shareware-Spiele drauf waren. Und da habe ich Jetpack eigentlich immer gefunden. Also es war hauptsächlich, die meisten Spiele waren von Apogee. Die heute von ID oder so heißen. Nee, ID hießen die eine Zeit lang. ID gibt es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich bin überhaupt nicht mehr informiert. Ich kenne mich nur mit komisches Spiel aus meiner Kindheit aus. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich hab's verdammt oft auf solchen Shareware-CDs gefunden. Da gab's so ein paar Klassiker, die waren einfach überall drauf. Also,
Duke Nukem ist auch so ein Beispiel. Duke Nukem war überall drauf, Halloween Harry war überall drauf und so weiter. Und genauso auch das hier. Ich habe es also nicht sehr intensiv gespielt, obwohl es ein nettes Spiel ist. Aber ich habe es doch immer wieder gespielt, weil es mir immer mal wieder unterkam. Deshalb ist es auf jeden Fall so, dass ich sagen muss, es ist ein Spiel aus meiner Kindheit. Okay, ich bin jetzt hier einfach in einem weiteren Level. Ich kann mich noch erinnern, dass es hier noch so halbwegs machbar ist. Also es hat so seine tückischen und schwierigen Ecken. Aber man kann dieses Spiel doch durchaus besiegen. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Später wird das Ganze wirklich hammerböse. Also, das scheint jetzt immer so ein netter, toller Familienklassiker zu sein. Aber das täuscht. Die Frustrationstoleranz kann verdammt hoch sein. Die Tür ist schon wieder offen und jetzt lassen wir ihn wieder flatulenzieren. Ich weiß nicht, ob das Spiel eine Story hat. Ich glaube nicht wirklich. Gut. So, hier gibt es noch Schalter, mit denen kann man jetzt diese roten Türen auf- und zu machen. Das ist geschickt dafür, um unter Umständen diesen Roboter, der gerade unten rumläuft, einzusperren. Weil wenn man den dann in so einen Bereich einsperrt, dann hat man erstmal seine Ruhe vor ihm und das kann ganz angenehm sein mit diesem Spiel. So, ihr seht jetzt, da ist so eine gelbe Rüstung, das gibt ein Extra-Leben. Hurra! Und man muss immer aufpassen, dass man das zuerst kriegt, weil wenn die Gegner über das Extra-Leben laufen, dann ist es weg. Und man hat's nicht. Und dann ist wieder das Geschrei groß und die ganze Nacht gibt's arges Geheule. Und das wollen wir ja nicht. Nee. Gut, weiter geht's. Hier ist auch eine höchst gefährliche Dämonensprungfeder. Keine Ahnung. Wieso die so gefährlich sein soll, sie wirkt auf jeden Fall verdammt dämonisch und angsteinflößend auf mich und einschüchternd. Und ich will der nicht zu nahe kommen eigentlich. Sage ich mal so. Gut, jetzt muss ich eine Möglichkeit finden, wie ich diesen Roboter hier rauskriege. Weil da oben ist noch ein Kristall, den habe ich noch nicht. Und hier ist noch dieser Kampfstand, der durch diesen Gang schweift. Und also insgesamt regt mich diese Konstellation gerade etwas auf. Und im Endeffekt bedeutet es, dass ich irgendwas tun muss, um den Roboter da rauszukriegen. So, komm her. Nein, er kommt nicht. Da muss ich ihm wohl erst den Weg freimachen. Ups, jetzt stand ich gerade in der Wand, während die Wand wieder zurückkam. Das war, wenn ich jetzt näher drüber nachdenke, eine verdammt beschissene Idee. Also ich versuche das jetzt einfach nochmal. Und da ich überhaupt nicht weiß, was ich zu diesem Spiel noch großartig sagen soll, komme ich einfach schon mal zum Fazit. Für die Idee gebe ich 4 Punkte. Wieso? Weil es ist nicht einfach nur so ein klassisches Plattformspiel. Du läufst rum und sammelst lustig irgendwelche Gegenstände an. Und wenn du alle hast, kannst du nach Hause gehen. Sondern es steckt ein bisschen mehr dahinter. Man hat diese Spezialgegenstände, man hat Teleporter, man hat Schalter, man hat das Jetpack, das man auch strategisch einsetzen muss. Man hat eine Vielfalt an Gegnern, man kann die Wände wegschroten. Ist alles nicht ganz so, dass man sagen würde, die haben sie ja gar nichts dabei gedacht. Und schon wieder kaputt, egal. Finde ich gut und deshalb Idee 4 Punkte, weil es ist schon ein bisschen anders als die meisten Spiele, die ich zu der Zeit so gespielt habe. Für die Umsetzung 3 Punkte. Wieso 3 Punkte? Der Sound nervt. Er nervt mich jetzt schon und ist auch der Grund, wieso ich jetzt so schnell zum Fazit kommen will. Und man hat immer diese gleichen blöden Geräusche, die so sehr randomly und synthesizerhaft wirken und ich kann nicht genau sagen, ob man das damals besser konnte. Ich kann nur vermuten, dass man es besser konnte. Ich habe es zumindest in anderen Spielen schon besser erlebt. Musik ist hier Mangelware. Andererseits finde ich aber auch, dass die Grafik nicht so gelungen ist. Also das ist nicht so der Burner und insgesamt wirkt das Spiel, sagen wir mal, auf mich ein bisschen billig. Nicht unbedingt billig im Sinne von, hat ja eh nichts gekostet, das zu produzieren. Jetzt sperre ich erstmal den Roboter ein. Doch nicht, egal. Aber billig so im Sinne von, da hat man halt ein bisschen Grafik gemacht und so ein bisschen Sound dazu. Und
Es sieht so ein bisschen nach ein-, zwei-Mann-Produktion aus. Ich will auch nicht ausschließen, dass es wirklich nur von ein oder zwei Mann gemacht wurde, aber es macht auf mich nicht so den Eindruck, als hätte man sich wirklich allzu viel Mühe gegeben in diesem Spiel. Deswegen Umsetzung 3 Punkte, Spielspaß 3 Punkte. 3 Punkte deshalb, es ist eine nette Idee, es ist schön für zwischendurch, aber ich könnte mich jetzt echt nicht länger damit befassen. Man kann dem Spiel eine Chance geben, wenn man jetzt so sieht und denkt, ach ja, das könnte was für mich sein, dann probiert's. Ich glaube, das ist auch relativ leicht zu bekommen, wie die meisten Spiele aus meiner Kindheit. Erwartet nicht zu viel. Hoppala, das war zu gut. Einfach nehmt das Spiel, toleriert so wie es ist, spielt's, habt ein bisschen Spaß dabei, aber akzeptiert's auch, wenn's dann doch nicht so der Burner ist. Und verklagt mich nicht, weil diese Empfehlungen hier, die sind unverbindlich. Und da braucht man mich nicht verklagen, wenn einem das Spiel dann am Ende nicht gefällt. So, dann hole ich mir noch das. Ach nee, ich habe keine Zeit mehr. Tschüss.